Moin! Wir machen heute saftige Zucchini-Falafel, die ihr unbedingt ausprobieren müsst. Los geht's! Wir haben zuerst die getrockneten Kichererbsen in Wasser eingelegt und über Nacht im Kühlschrank einweichen lassen. Mindestens aber 12 Stunden. Am nächsten Tag geht es dann erstmal weiter mit der Zucchini. Wir entfernen davon das Kerngehäuse, weil das ja nochmal extra feucht ist. Anschließend wird die Zucchini in grobe Stücke geschnitten, gesalzen und zur Seite gestellt. Da haben wir doch jetzt genug Zeit für unsere Gewürzmischung. Bei uns kommen Senfkörner, Koriandersamen, Chiliflocken, Kurkuma, Kreuzkümmel, Schwarzkümmel und Meersalz in den Mörser und werden ordentlich zerstoßen und gemixt. Die genauen Mengenangaben dazu findet ihr natürlich in der Beschreibung. Wir schälen jetzt noch die Schalotten und den Knoblauch. Schneiden brauchen wir sie aber nicht. Anschließend gießen wir dann auch mal unsere Kichererbsen ab und brausen noch etwas mit klarem Wasser nach. Die Zucchini hat in der Zeit auch schon ordentlich Wasser gelassen. Die geben wir in ein Passiertuch und wringen sie noch etwas aus. Ist das geschafft, kommt unser Wolf mit der feinen Scheibe zum Einsatz. So erzielt man einfach das beste Falafel-Ergebnis. Also wirklich alles Wolfen. Zucchini, Schalotten, Knobi, Petersilie und natürlich die Kichererbsen. Wer keinen Wolf hat, der kann es auch mal mit Stand- oder Stabmixer probieren. Das haben wir allerdings noch nie gemacht. Dazu kommt unsere Gewürzmischung und es wird alles schön miteinander vermengt. Probieren sollte man die Mischung aber nicht roh, denn die rohen Kichererbsen enthalten ein Gift namens Fasin, das erst beim Garen zerstört wird. Wir formen uns deshalb immer eine Probe, so kann man auch schauen, ob die Masse schön zusammenhält. Also Frittierfett auf 170 Grad erhitzen und die Probefalafel auf der Schaumkelle frittieren. Wäre sie zerfallen, hätten wir nämlich die Stücke leichter entfernen können. Aber es ist ja alles gut gegangen und auch der Geschmack passt. Also kann Chris jetzt mit der Falafelproduktion starten. Unsere waren übrigens ca. 25 Gramm schwer und nach etwa 4 Minuten im heißen Fett ordentlich durchgegart. Dazu gibt es bei uns übrigens noch einen leckeren Dip aus Tahini, Joghurt, Limette, Minze, Olivenöl, Pfeffer und Salz. Und der harmoniert wirklich gut mit den Falafeln. Außerdem rösten wir uns noch ein bisschen weißen und schwarzen Sesam. Als kleine Beilage kam uns nämlich noch ein Gurkensalat in den Sinn. Der Lurchi ist dafür richtig cool, aber es tut natürlich auch ein Gurkensalat in Scheiben oder Stiften oder wie auch immer. Oder schmeckt die Gurke aus dem Lurchi etwa besonders gut? Die Gurkenschlangen werden jetzt mit Salz, Zucker, dem Sesam, Essig und Olivenöl abgeschmeckt. Und dann lassen wir es uns auch schon schmecken. Bis zum nächsten Video, Chris und Marie.